Hallo, ich bin Ramona. Und ich bin Johannes. Und wir sind hier heute in der Soccerhalle Rummenigge. So sieht's mal aus. Und heute tauschen wir diesen Fußball ein gegen diesen Paddeltennisschläger zum Paddeltennis spielen. Und ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt erstmal um und dann geht's hier so richtig um die Wurst. Alles klar, auf geht's! Paddeltennis ist der neueste Trendsport bei den Racketsportarten. Hierbei handelt es sich um eine Art Mischung aus Tennis und Squash. Während Paddeltennis in Spanien schon ein Nationalsport ist, befindet er sich in Deutschland noch in einer Pionierphase. Gespielt wird im Doppel auf einem leicht verkleinerten Tennisfeld, welches durch Glas- und Gitterelemente an den Seiten eingefasst ist. Wir haben mit Arndt Schade, dem Geschäftsführer von Trendsport Rummenigge, gesprochen, der uns mehr über den Ursprung und die Regeln von Paddeltennis erklärt hat. Woher kommt der Name Paddeltennis eigentlich? Paddeltennis kommt aus dem Spanischen von Padel. Und Padel beschreibt im Prinzip das Paddel, was wir kennen. Da der Schläger, können wir einmal zeigen, einem Paddel ähnlich ist und die Sportart in Südamerika erfunden wurde, kommt aus Mexiko in den 60er Jahren, hat ein Architekt dort sich vermessen, indem er in seinem Garten einen Platz bauen wollte und einen Tennisplatz eigentlich. Und der Tennisplatz war zu kurz. Dementsprechend hat hinten eine Wand gestanden, eine Betonwand. Und so ist auf einmal die Sportart entstanden, weil es machte so viel Spaß. Jeder wollte immer auf der einen Seite spielen am Tennisplatz. Daher kommt Paddeltennis, wie wir heute sagen. Und bei dieser Sportart, da gibt es bestimmt auch ein paar Regeln, ne? Regeln gibt es auch. Sie sind relativ einfach. Für denjenigen, der Tennisregeln kennt, sind sie ähnlich. Also die Zählweise ist wie beim Tennis. Die Einschränkung oder die Erweiterung zum Tennis ist, dass die Spielflächen rund um den Court mit einbezogen werden können ins Spiel. Das heißt, der Ball muss natürlich aufticken in dem Tennisfeld. Und kann danach, wenn er an die Wand springt, sowohl ans Glas als auch ans Gitter, aus beiden wieder zurückgespielt werden. Man muss ihn dann allerdings aus der Luft nehmen. Er darf nicht ein zweites Mal aufspringen. Mittlerweile sind wir hier direkt vor dem Paddeltennisplatz angekommen. Wir haben gerade schon die Regeln erklärt bekommen und jetzt geht es endlich gleich los. Ganz genau. Und nicht nur das, wir haben ein paar Leute gefunden und jetzt treten wir noch gegeneinander an. Und soll ich dir mal was sagen? Ich werde dich fertig machen. Ja. So sieht's mal aus. Treu weiter, so. Ich mach dich fertig. Ja, wir hatten gerade erstmal das Training und jetzt geht es so verdammt richtig los, oder? Jetzt machen wir die fertig. Jetzt machen wir die platt und ihr werdet sehen, wie das funktioniert. Ja, war ja mal totaler Müll, was die da gelabert haben. Wir sind das perfekte Team hier, die werden fertig gemacht. Dieser Kasper, der kann gar nichts. Ja, Johannes hat sich jetzt verletzt. Ja. Unser Teamarzt guckt sich das gerade an. Wir wissen auch nicht, was los ist, aber Johannes. Es tut einfach nur weh. Geht nicht? Scheiße. Was machen wir jetzt? Hey, ich mach das. Ja. Ich hol das Ding für dich. Oh yeah. Jetzt ist die alles entscheidende Runde und wir werden sehen, wer der Sieger ist. Und wir haben einen Gewinner und das sind Jasmina und Yel. Ja, nur weil der eingewechselt wurde, ist doch klar. Der Sieger der Herzen. Ja, so sieht's aus. Das war's auch schon wieder aus der Soccerhalle Rummenigge hier. Und man kann sagen, es war ziemlich cool, oder?
Ja, hat total Spaß gemacht, ist aber auch mörder anstrengend. Aber für alle, die gerne Tennis und oder Squash spielen, perfekte Mischung aus beiden, also kann ich nur empfehlen. Jelp, was sagst du dazu? War auch super spaßig und der Sieg war natürlich hochverdient für unser Team, muss man an dieser Stelle mal sagen. Wie gesagt, deutschlandweit auch nicht ganz so bekannt, die Sportart. Und deswegen ist es gut, das Ganze mal ausgetestet zu haben. Finde ich auch. Wie findet ihr es? Ja, die Niederlage war jetzt nicht so das Beste, aber der Spaß zählt ja natürlich. Ja, mir hat es auch echt Spaß gemacht und ich denke, dass ich auch mit ein paar Freunden wiederkommen werde. Wunderbar, dann haben wir gute Einblicke gesammelt und wir sehen uns das nächste Mal.